Wir können wieder miteinander reden, es gibt was zu berichten, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Nee, komm nicht. Nee. Was schon weg? Glass gesagt, ja. Ja, Glass kam da rein, ich hatten auf den Kopf gezielt, aber er hat mich erwischt. Ich spiel mir jetzt Bereich sichern. Ich lag da in der Ecke, ganz weit weg. Ohne Zoom. Ich wollte noch sagen, ob du vielleicht irgendwie jemanden hast, der zu deiner Linken den Gang absichert. Nee, ich war ja der Letzte. Ja, aber ich meine gegen Ende noch, als ich noch am Leben war. Ja, der eine wurde ja da verletzt und dann war die Twitch-Drohne. Ich hab dann auf die Twitch-Drohne geschossen, aber hab ihn getroffen. Fand er dann auch nicht so toll, hat sich dann auch beschwert. Sprachlich. Nein. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Mal gucken, weil ich für die Bankrunde noch viel, viel besser als die letzte, die ich nicht aufgenommen habe. Die eigentlich 186. Folge. Ah, die sind schon wieder beim Archiv hinten. Komm aus dem Keller, schätze ich. Aus dem Keller hinten. Oder im Büro. Hier baut Frau Frost auf. Frau Frost, machen Sie das nicht? Och Mann. Wo bist du? Ah, hier sind sie. Gut. Dass die oben was aufgestellt hat, war es mir eigentlich klar, dass sie hier oben sein müssen. Hinter der Kiste. Oh, schade. Bist du noch da? Ich glaube, der TS ist gerade wieder weg. Na gut. Dann die Runde noch und dann nächste Runde womöglich mal auf dem anderen TS. Na, lass das doch. Das ist meine. Ist die noch da? Ich glaube, die ist jetzt weg. Aus einem bestimmten Winkel? Ja, ist weg. Bekommst du die nämlich nicht. Wenn der Winkel zu spitz ist. Ah, ist auch schon kaputt. Ich weiß... Ups, nein. Stimmt ja, ich bin ja Termit. Der hat ja scheiß Sprengkraft mittlerweile. Ich hoffe, es kommt jetzt nah vorbei. Am Pieper kann jemand vorbei, aber hier, die mittlere Tür, könnte sich jemand schnappen. Da ist gecancelt. Ist eigentlich jemand drin? Nö. Okay. Ah, ich habe die Vermutung, dass jemand ins Treppenhaus genau ankommt. Tja, ich habe Termit. Hallo. Aber... Genau, mach du das, dann gehe ich hier hoch. Ja, ja. Dann hoffe ich, dass sie die Grabschfrau nicht haben und ich mal oben auftermieten kann. Aber die haben sowieso nicht zugemacht. Spitzbuben. Die hier zu? Nee, haben sie alles offen. Dann mache ich jetzt hier Termit auf, weil da hinten hast du noch ein paar Büroräume. Ja, ich weiß, es ist bloß Holz, aber ich habe nichts anderes. Ich habe die Hoffnung, dass ich dann... Ach stimmt, der könnt ihr auch noch aufmachen. Oh, hier fliegt eine Granate. Warum fliegt hier eine Granate hoch? Ich habe die Hoffnung, dass ich mich dann hinter dem ganzen Bürokram da verstecken kann. Feindliche Sicherung des Behälters einstellen. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert. Da will niemand reinlatschen. Ich schon gar nicht. Super, dann helfe ich nochmal hoch. Fuse, aufstehen. Nicht schlafen. Jedoch super schreiben können. Bereich sichern, störsender Mann. Ich habe den Echo angeschossen. Das war der Assistent. Wenn wir jetzt Bereich sichern haben, kann man da oben im Chefbüro sein? Ja, stimmt, da habe ich ja letztens mit Fuse was gemacht. Was heißt letztens? Wir sind oben, okay. Genau, da bin ich ja hier rein. Da bin ich ja nicht durchs Loch gekommen.
als ich zuvor mit Fuse 2 mit der Ladung erwischt habe. Ey. Im ersten Ding auch schon. Hier muss noch zugemacht werden. Hier bin ich nämlich rein. Ach, ich bin der Störsendermann, fällt mir gerade auf. Upsa, ja. Scheiße. Das Ziel dürfte noch versteckt sein, ne? Nur noch 10 Sekunden. Dann stelle ich hier noch was hin, weil dann kann man ja nicht drüber springen, weil sie ja von der anderen Seite kommen. Dann kann der auf jeden Fall wieder weg. Standort des Biogefahrgutes. Standort unbekannt. Gut, dann weiß ich mal, wo ich hingehe. Und zwar beim Treppenhaus. Hinter das Sofa. Wenn sie die Treppe hochkommen, habe ich die beste Sicht. Und wenn sie da hinten reinkommen, hoffentlich auch. Ich habe zwar keinen Rückzugspunkt. Das wäre ziemlich kacke. Also wenn die das Parkhaus kaputt gemacht haben, dann kommen sie auch noch hier vorbei. Oder auch nicht. Mhm. Ha. Bestimmt nicht alleine angekommen. Das Blöde ist, das jetzt komplett offen. Ich könnte zumachen, ja, aber da sterbe ich bestimmt. Oder auch nicht. Na gut, komm rein. Ich gehe die Treppe runter. Und habe Hoffnung auf gute Deckung. Oh Gott, wenn da oben jemand am Glas ist. Scheiße. Ich habe ein Einfachvisier. Ich guck mal nach oben. Ist mir jetzt etwas ungeheuer. Weiß er, wo ich hin bin? Er schmeißt doch irgendwas. Ah, da war Twitch. da war Twitch. 3 in 1 Runde. Irgendwie läuft's ohne TS besser, wenn wir zusammenspielen, aber nicht miteinander reden können. Das war Nummer 4. Ich krieg das Ace noch hin. Wenn ich nicht sterben würde. Kacke. Aber Rundensieg. Scheiße, ey. Ach man, ich habe noch nie einen Ace hinbekommen. Da habe ich mir jetzt aber auch am Ende zu doof angestellt. Die kamen aber alle an der Ecke rein. Ist schon besonders. Also, die Runde wird ja doch besser. Also, die andere war spektakulärer, die wir hier geliefert haben. Die andere Runde Bank, die ich nicht aufgenommen habe. Ach, der Edu kann auch Deutsch. Aber die hier ist auch nicht ohne, weil ich habe, glaube ich, schon 4 umgebracht. Ja, die 4 in dieser Runde. Bei den Gegnern sind sie schon ausgegangen, nachdem sie gemerkt haben, kacke, wir kommen alle an der gleichen Stelle um. Ja, warum gehen wir da auch alle rein? Bin ich mal gespannt, wo die jetzt sind, ob die vielleicht unten hocken. Biogefahrgutbehälter muss jetzt Lukas. Also wenn sie im Chefbüro sind, dann weiß ich schon mal Bescheid, weil ich fahre da jetzt hin. Hey. Bin mal gespannt, ob sie die Grabschfrau haben. Die Lumps. Okay, oben sind sie. Ah, ich höre was. Guckt mal, Leute. Ich habe auch gefunden. Ich verstecke mich mal. Wir wissen erstmal, wo sie hin müssen. Das ist doch die Grabschfrau. Ja. Mir reichen die Identifizierungspunkte. Ich muss nicht die Grabschfrau jetzt schon auf meinem Hals haben. Oh, wenn die zurückkommt. 10 Sekunden bis Einsatz. Das Tolle ist, dass es ziemlich dunkel hier unten, die Steinbordüre. Da kann die Kamera gut und gerne mal missachtet werden. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Wechsle Magazine. Geschäftsführerbüro. Da haben sie die Kamera jetzt schon zerstört, ja. Was? Das ist nicht nett. Leute, wir müssen doch nicht... Okay, ist schon weg. Sieht man aber auch schwer von hier. Aber ich schieße lieber einfach mal drauf. Drauf. Ja, es ist echt komisch. Die Kamera gefällt mir gar nicht. Also, die kannst du nur aus einem bestimmten Winkel treffen und generell nervt die. Mit der kannst du eh kaum was finden. Das sieht jetzt aus wie eine Spinne. Die sind ja oben, von daher... Grabschfrau, Chefbüro würde ich meinen. Tö.
Ich überlege gerade, ich schaue erstmal hier nach. Vielleicht haben die sich meine Position angeschaut. Die war toll und da sind sie jetzt. Kann man die Kamera eigentlich hier erwischen? Ne, das habe ich glaube ich schon mal geguckt. Ne, keine Chance. Dann suche ich jetzt erstmal die Grabschfrau, denn die muss gefunden werden. Dafür fahre ich jetzt mal außenrum. Ich fahre jetzt nicht durch den Raum, weil dann... Ups. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich außenrum fahren, genau. Genau deswegen, weil ansonsten meine Kamera kaputt wird, gemacht wird, weil ich durch den Raum fahre. Yeah. Okay, ist die Arschtante nicht. Das ist nicht meiner. Die ist bestimmt eine Abstellkammer. Oh Gott, der E. Mann. Okay, da auch nicht. Ich werde mich mal hier reinschwingen. Oh, der macht jetzt schon auf. Warte noch. Super. So, wer will sich zeigen? Wer möchte umkommen? Stimmt, die Kamera, die habe ich jetzt vergessen. Da war vorhin noch jemand. Ich hoffe, der ist immer noch da. Was? Hat er mich jetzt umgebracht, der Eigner? Ach ne, die Grabschrau. Aber gewonnen. 3-0. Super. Das war dann Fius, der hat ja das LMG aufgeschnallt. Herrlich. Yeah, in der Mitte. Und ein Blümchengewehr. Und Hawkeye hat nicht Schwarzbart genommen. Warum auch immer. Naja, ich werde jetzt mal zusehen, oder wir werden mal zusehen, dass wir diese Runde wieder auf einen TS kommen, aber eben auf einen anderen. Und dann sehen wir uns wieder. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.